Hallo, herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Stonehearth. Ja, und zwar, ich habe jetzt dann nochmal 3 Spielstände, glaube ich, zurück. Also wir haben hier hinten, den habe ich jetzt dann doch noch platt gemacht gehabt. Und ich glaube, das ist bevor das mit dem blöden Fehler passiert ist. Wir haben hier jetzt angefangen zu bauen und es kam im Teil des Daily Update und es gab halt einen neuen Manschkall. Und ja, der Hasling ist tatsächlich männlich. Und der Hasling hat auch einen Wert von 6 Intelligenz. Er ist zwar ein bisschen schüchtern, mag halt Stimme ganz gerne, aber das wäre doch perfekt für unseren Arken. Genau, das heißt, wir werden jetzt hier auch erstmal direkt unsere Lady Carpenter umbenennen. Da, genau. Charaktersheet. So, und dann nennen wir sie Lady Carpenter. So, und dann nennen wir den neuen, ich glaube Liam hieß er, ne? Liam, genau. Nee, nicht Change Job, weil ich habe ja noch keine Möglichkeit, aber ich werde jetzt hier direkt mal Arken. So, willkommen. Jetzt auch du. Und du wirst natürlich dann, zeitnah hoffentlich dann zu einem Carpenter gemacht. Ich möchte halt lieber einen zweiten, weil der andere halt doch schon recht weit ist. Genau, ich werde mich hüten, da jetzt irgendwas zu verstellen. Das wird schon irgendwann werden. So, hier unten haben wir noch eine ganze Menge zu tun. Hm. Oh, die Schneider, die haben es schon nicht so einfach, ne? Hier ist wieder tote Hose, da passiert irgendwie gar nichts, aber wir haben so wahnsinnig... Oh, haben wir schon das Limit erreicht am Inventar? Nee, noch nicht ganz, aber fast. So, pass mal auf, dann machen wir jetzt mal eben, bevor es dann soweit ist, wir werden jetzt hier mal ein paar Steine zusammenpacken und zwar machen wir davon mal 20 Stück. Genau, dann haben wir da nämlich schon mal wieder ein bisschen was gemacht. Und dann, wenn wir mal gucken, wo wir eben halt möglichst viele Steine... Oh, guck mal hier, 20. Huge Chest. Dann nehmen wir doch einfach mal 3 Stück. Dann haben wir da auch schon wieder 60 Steine weniger. Ne, damit wir da einfach ein bisschen, ein bisschen weniger machen, ne? So, vielleicht habe ich hier ein bisschen übertrieben mit den 20 Stück. Müsste man mal gucken. So, Fakt ist, ich hätte hier auf alle Fälle gern nochmal eine Axt. Eine Säge. So. Und jetzt gucken wir mal. So, Herbalist. Okay. Da wäre jetzt eben halt auch die Überlegung, dass man hier vielleicht irgendwie schaut. Oh, haben wir die schon? Weiß ich gar nicht. Lass uns mal 2 davon herstellen. Die fehlen leider alle ein bisschen. Und jetzt, ach guck mal hier. Strange, das ist auch... Stamina, Energy. Der Courage ist halt ein bisschen schwierig, ne? Hey, wir haben aber auch viel, 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 ne? Viele, viele, viele Blümchen. Oh, hier können wir auch eine ganze Menge draus machen. Komm, lass uns mal nochmal ein paar Bücher machen. Einfach so ein bisschen minimieren, ne? Ach genau, und die Blumen, die müsste man dann halt wieder einsammeln. Okay. Ach, guck mal, das ist diese Rotted Blush Myriad. Okay. Mhm. Na ja, schauen wir mal. So, hier warten wir ja dann noch auf die Pretty Curtains. Die werden ja noch hergestellt. Das dauert jetzt halt noch ein bisschen. Kann sie nicht in der Zwischenzeit vielleicht irgendwie... Genau, guck mal, die kann doch hier die 4 einrahmen. Ist doch dann eh sehr viel hübscher. Genau, und hier müssen wir dann... die Farben macht aber nicht sie, ne? Doch, da, gucke mal. Haha. Na, pass auf, dann machen wir das so. Ich hätte gern immer 4 Stück davon. Ja, machen wir ruhig 4 Stück davon. 4 Stück davon, machen wir 5. Und hiervon... Oh, die brauchen Wassermelonen. Okay. Ob ich Wassermelonen dann irgendwann bekomme? Hm, mal gucken. Im Moment habe ich keine. So viel ist sicher. Tja. Gut.
dann hatten wir ja hier hinten, ne, die Schafis. Da sind ja welche dazugekommen. Das habe ich weggemacht. Das müssen sie halt alles wieder einsammeln. Dann, da wird weitergebaut. Da, genau, dann hatten wir hier oben. Da ging es dann irgendwie mit dem Juniper. Das heißt, wir müssen dann hier erstmal wieder, genau, das hatten wir dann auch noch abgebaut. Dann machen wir das auch gleich noch. Na, guck, das können wir hier einfach auch nochmal mitnehmen. So. Genau, jetzt bauen sie das da erstmal ab. Ne? So, dann hatte ich überlegt, nicht, ach, ich hatte, glaube ich, die ganzen Wege hier gelöscht und hatte hier die Felder gelöscht und wollte hier dann nochmal so ein kleines Häusle hinbauen, ne? Genau. Und dann hatte ich doch irgendwo, ich hatte hier, hatte ich einen Zaun hingebaut. Genau, na, pass auf, dann machen wir das jetzt mal so. Das reißen wir jetzt alles ab. So. Genau. Jetzt machen wir hier die Felder. Removen wir. Ich meine, das tut uns jetzt gerade nicht wirklich weh. Ja, das ist hier. Das machen wir alles weg. Da ist genug da. Ne? Also da ist wirklich ausreichend vorhanden. So, dann haben wir hier nochmal den Boden genommen. Ich glaube sogar, ich habe dann tatsächlich den dunklen genommen. Ne? Dann haben wir hier. Da hinten wird schon wieder. Weiß ich nicht, ob da gekämpft wird oder ob da einfach nur irgendjemand ein bisschen krummelt. So. Das können wir uns ja gleich mal anschauen. Dann ging es hier runter. Genau, dann haben wir hier noch einen Weg dazwischen. Hier noch einen Weg. Und hier noch einen Weg. Genau, und den hier machen wir wieder weg. Und dann... Ne, warte, da. Weg. Genau, und dann machen wir hier einfach einen Viererweg hin. Und dann lassen wir... Halt, warte, da drüben ist nochmal... Da fände ich einen Fünfer schön. Genau. Und dann lassen wir das bilden. Genau. Und dann gucken wir nochmal, ob hier irgendwo irgendwas los ist. Es klingt so ein bisschen so. Na gut, hier hinten, ne? Ach, hier kämpfen sie halt. Naja. Jetzt wird es halt dunkel, ne? Kommt dann bestimmt bald. Okay. Ich würde halt schon gerne die Punkte für die mitnehmen. Aber dann müssten wir halt echt weit rumlaufen, ne? Weil das geht ja gar nicht hier rum. Wir müssten ja wirklich hier rum und hier rum und hier rum. Da geht's auch noch nicht. Also ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt rumkommen. Vielleicht eher noch hier über den Weg. Aber da war das auch so, dass du hier eigentlich nicht rumkommst, ne? Deswegen, ach, wir lassen die mal lieber. Sollen sie sich halt gegenseitig ein bisschen anknabbern. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Treppe mit einer Mauer hier oder sowas. Mal gucken. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Ob es nach wie vor total verbuggt ist oder ja, müssen wir mal gucken. So, jetzt hier. Pass auf. Oh, was habe ich denn hier gemacht? Wieso ist denn hier die Treppe weg? Oh, habe ich die Treppe vorhin gelöscht, ne? Das ist natürlich dumm. Das ist natürlich jetzt blöd gelaufen, ne? Wir müssen natürlich hier die Treppe schon lassen, ne? Und hier auch die Straße. Da habe ich versehentlich ein bisschen zu viel gelöscht, würde ich sagen, ne? So, und dann Blöcke. Oh, was auch, dann machen wir sie einfach ein bisschen breiter. Dann kommt jetzt hier. Genau, so. Da war ein bisschen zu viel. So. Genau. Genau.
dann machen wir halt hier so ein bisschen. Wir haben ja gesagt, ne, das muss man, damit so ein bisschen dynamischer ausschaut. So, ne, und dann schaut es dann auch aus wie... Jetzt habe ich da versehentlich die falsche Farbe genommen. Jetzt geht's. So, Build. Genau, da fangen wir jetzt dann wieder an, dass die Treppe wieder nachgebaut wird. Ne? Die darf natürlich nicht fehlen. Und dann schauen wir mal. Zwecks des Häusles. Ich habe ja gesagt, ne, für unsere Julia gibt es ja auch noch ein Häusle. Jetzt müssen wir bloß mal gucken. Julia, Charakter-Cheat. So. Nice. Du bist ja schon gut ausgerüstet. Holla, die Waldfee, ne? Also ich glaube, so richtig Angst bräuchte ich nimmer haben. Oh. Decorative Throw Rug Brown. Okay. Mhm. Ein Ornate Dresser. Mhm. Oh, die Large Win. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid, ne? Und das Sunset ohne Rahmen. Das Violet. Naja, dann würde ich sagen, haben wir hier ordentlich Möglichkeiten, dir das richtig schön zu machen, hä? Na, dann gucken wir doch einfach mal so ein bisschen, dass wir dir hier so ein kleines, niedliches Häusle zaubern, hä? Müssen wir natürlich ein bisschen schauen. Darf natürlich nicht zu groß werden, ne? So. Und eigentlich hätte ich ja schon gern, dass es eben halt nicht wirklich zweistöckig ist. Aber gut, da müssen wir mal gucken. Pass auf, jetzt machen wir mal hier die Wand. Die machen wir schon aus Stein und die Seiten machen wir eben halt aus dem Dunklen, ne? Und Flor machen wir jetzt mal halt den Sand. Ja, so. Und dann machen wir hier mal, wir probieren das mal. So, ups. So. Und dann bräuchten wir... pass auf, dann machen wir das mal so. Ich versuche das mal jetzt so ein bisschen. Ich muss mal ein bisschen experimentieren. Achso, habe ich zu tief gemacht, ne? Das wollte ich natürlich nicht. Eigentlich sollte es bloß so sein. Genau. So. Drei dürfte fast schon reichen. Okay, so. Pass auf, jetzt machen wir hier eine große Doppeltür hin. Machen wir doch nochmal eins weiter raus. Das machen wir einfach eins weiter rein. So. Ja, mal gucken. Fast schon ganz schön groß, ne? Naja, Blacksmith. Sehr schön. Lumberjack returns. Okay. Ja, dann würde ich jetzt hier einfach mal ganz knallhart vorschlagen, dass wir hier einfach mal so ein bisschen was verkaufen. Oh, Holz haben wir gar nicht mehr so viel, ne? Hier. Die hier kannst du komplett haben. Jetzt hat er kein Geld mehr. Scheibenkleister. Hm. Pass auf, dann machen wir das so. Und dann verkaufen. Was verkaufen wir denn jetzt noch? Hier von den Büchern können wir 10 Stück verkaufen. Von denen verkaufen wir einfach mal alle. Ein wahnsinniges Minusgeschäft, das ist klar. Ne, dass das eben halt nicht wirklich... Ja, guck mal, aber wie viel wir hier haben, ne? Also. So. Daily Update. Okay, jetzt geht's dann nämlich schon los, dass wir dann eben halt nicht mehr weiterkommen. So.
Sollen wir es vielleicht doch ein bisschen enger machen? Schaut schon fast aus wie die Schmiede, ne? Von der Art, von der Machart her. So, jetzt pass mal auf, jetzt ziehen wir das doch nochmal ein bisschen wieder zurück. Das ziehen wir natürlich nach, ne? Dann haben wir hier so ein bisschen den kleinen Vorgarten. So, dann hätte ich gerne, dass wir hier ja, einfach mal so einen gestreiften Boden. Obwohl, ich glaube, so schaut es nicht so schön aus, ne? Vielleicht lieber mit so einem, genau, mit einem Ton dunkler. Ich glaube, das schaut besser aus, ne? Dann sieht ein bisschen echter aus. So. Einfach, damit wir auch mal ein bisschen einen anderen Boden haben, ne? Außer dieses I want to finish the wolves before they finish you. Okay, strike first. Ja, im Prinzip sollten wir tatsächlich anfangen und gucken, ob dass wir die Wölfe irgendwie kaputt machen können. Ich glaube tatsächlich, das wäre gar nicht so unwichtig. Aber dann müssten wir halt irgendwie rüberlaufen oder sowas, ne? Weil das haben wir ja bisher eigentlich noch nicht. So, guck mal, das machen wir noch weg. Und das Ding machen wir auch noch weg. So. Genau. Ja, schau, jetzt haben wir doch hier. So, dann Tür, ne? Jetzt ist die Frage, können wir das einfach so hier... So richtig gefallen tut mir das aber eigentlich nicht. So. Und jetzt. Oh, Julia, was wolltest du jetzt für ein Bett? Ich glaube, Bett war total egal, ne? Bett war so, wie es kommt, hä? Aber du wolltest so einen roten. So einen roten Teppich oder sowas, ne? Dann, oder braun. Braun wolltest du. Also dein Halfling wünscht sich tatsächlich braun. Deswegen machen wir jetzt hier einfach mal ein Bett rein. Und es tut mir leid, aber es wäre total ungerecht, wenn du das Häuschen so ganz für dich alleine hättest. Deswegen machen wir jetzt hier leider trotz allem nochmal ein zweites Bett. Jetzt ist so ein bisschen, vielleicht sollte ich doch das dahin schieben, ne? Vielleicht machen wir es doch so, dass ein bisschen mehr Platz ist. Ah, Scheibenkleister. So, drehen. Das war eigentlich das, was ich wollte. So. Ja doch, das kann man doch, denke ich, so lassen, ne? Und dann kriegst du halt... warte mal, dann haben wir doch hier... Ich weiß gar nicht, haben wir Kaktusholz? Ich kann es gar nicht genau sagen. Pine, Palm, Oak. Nope. Nix da. Ah, du wolltest ja eh einen Ornate Dresser. Oh, der ist aber wirklich schick. Oder sollen wir zwei Zimmer draus machen? Aber in dem anderen schlafen ja eigentlich auch zwei Leute drinnen, ne? Hier passt das super hin, ne? Guck mal, dann wollten wir diese schönen großen Fenster benutzen. Also wenn die sich denn dann platzieren lassen. Na komm, ich hätte es doch gern halt hier, ne? Er mag nicht. Ich hätte es halt... Nee, er will es nicht, ne? Er will nicht dahin, wo ich gern hin hätte. Eieieiei, du bist heute aber sehr, sehr... Hm.
Nee, macht er nicht, ne? Also nicht dahin, wo ich das gern hätte. Aber warum nicht? Das verstehe ich immer nicht so ganz. Dann machen wir es halt so. Dann ist es auf alle Fälle symmetrisch, ne? Ich glaube, ich würde es doch noch mal ein bisschen kleiner machen. Ich finde, sonst sieht es nachher so komisch aus mit dem Dach. Das gefällt mir nicht so gut. So, warte mal jetzt. Upsi. So, dann hätten wir hier ja die Möglichkeit wegen der Straße, ne? Die müssen wir natürlich schon hinmachen, dass die da auch gut laufen können. So. Ah. Oh, gucke mal. Sehr schön. Das ist doch gut. Na dann. Nee, das will ich eigentlich nicht verkaufen. Also die Sachen möchte ich tatsächlich eigentlich behalten, ne? Aber ich will bei dem auch nichts kaufen. Und wenn ich jetzt bloß eine große Truhe verkaufe, ist halt blöd, ne? Das ist halt quatschig. Dann lieber da, ne? So, 200 noch. Was haben wir denn noch? 188. Okay, das ist echt viel, ne? Jetzt machen wir die hier mal weg. So, ich denke, das ist erstmal okay. So. Gut. Dann machen wir das natürlich wieder hin. So. Okay, jetzt müssen wir mal schnell schauen. Rug. Genau, den Decorative Throw Rug Brown. Genau, den wollte ja die Julia haben. Den soll sie dann auch bekommen. Ah, okay. Ah, okay. Pass auf, dann ziehen wir das alles einmal nach hinten. Na? So. Genau, dann machen wir das so. Du kommst hier hin. Das sieht aber komisch aus. Ja, so geht's, ne? So geht's. So. Dann... gehen wir mal nach oben und schauen mal. Guck mal, hier haben wir doch noch so einen Wooden Dresser, ne? Sieht zwar ein bisschen seltsam aus, jetzt wo der Teppich dann da drinnen so ein bisschen verschwindet, aber naja. Dann brauchen wir natürlich die Candles. Nicht die Candles, sondern die Candles. Genau. Ne, die stellen wir da unten dann hin, dass das auch alles wieder schick ausschaut. So. Ich denke jetzt dann für hier Sunset. Das können wir mal gucken, ob wir das hier irgendwie hingebappt kriegen. Sieht gerade nicht so aus. Okay. Das möchte halt lieber hier hinten hin. Na gut. Okidoki. So, dann bräuchten wir hier hinten natürlich auch noch so einen Essbereich, ne? Ruhig. Sollen wir ein bisschen länger machen? Ich meine, eigentlich sind sie ja nur zu zweit, ne? Aber so, und dann bleiben wir halt auch bei dem Braun. Ja, werden da schon hinkommen, ne?
Ja, pass auf, dann machen wir das doch lieber ganz nach hinten hin. Dann sind sie dran. So. Jetzt ist die Frage, können wir jetzt hier... das sieht nicht schön aus. Das ist nicht so schön. Dann machen wir es so. Okay, also die Fenster bringen hier natürlich eigentlich so absolut überhaupt gar nichts. Muss man halt einfach mal so sagen. Aber... Oh. Ah, guck mal hier oben. Oh, die würden uns hier oben ganz schön... Die würden uns ganz schön wehtun, ne? Ja gut, dann wird es jetzt dann auf alle Fälle Zeit, dass wir dann in der nächsten Folge mal wirklich sagen, dass wir irgendwo anfangen, einen Schlussstrich zu ziehen, ne? So, ich wollte jetzt bloß nochmal schnell schauen. Wir haben hier unten auf alle Fälle diese Lagersysteme. Da ist ja dieses eine, genau, das findet ja die Julia auch so toll. Ne, die hat die Halfling-Julia. Deswegen werden wir da jetzt auch auf alle Fälle mal eins, ja, in die Ecke tun. So, ne, so ein bisschen Platz machen und dann muss ich gestehen, muss ich ehrlich gesagt nochmal gucken. Ja, sieht eigentlich so erstmal ganz gut aus, ne? So, und dann gucken wir. So, machen wir da nochmal die hin. Das fände sie halt total cool, ne? Aber da hörst du, was ist da jetzt los? Es fängt an zu schneien. Keine Ahnung, ob unsere Halflings wirklich vorbereitet sind. Ich habe gerade nicht das Gefühl, ne? Aber hey, lassen wir uns ein bisschen überraschen. So, also die haben jetzt Betten. Da ist das drinnen. Ach genau, Candle. Candle, Candle, Candle. Genau, da machen wir jetzt auch die großen Kerzen rein. So. Dass wir da auf alle Fälle genug Licht drinnen haben. So. Ne, das sollte jetzt doch eigentlich schon gar nicht so schlecht ausschauen. Und dann, jo, gucken wir mal, wie es weitergeht, ne? So, pass auf jetzt. Wir können ja hinterher immer noch eine ganze Menge reintun. Ich packe jetzt hier erstmal ein Dach drauf, dass wir da auf alle Fälle weitermachen können. Da setzen wir jetzt einfach auch nochmal ein blaues Dach drauf. So, das machen wir mal so. Genau. Machen wir ein bisschen höher. Vielleicht nicht ganz so hoch. Ja, es ist halt schon ganz schön globig, ne? Aber gut, ist halt so. Kann ich jetzt nicht ändern. Das machen wir hier weg. Weil das gefällt mir nicht so gut. So. Okay. Reicht, denke ich, auch erstmal. So, Birnen. Dann kann wir der Julia nämlich auch endlich ihr Zuhause geben, ne? Und dann, ja, was? Echt jetzt? Was ist da los? Warum nicht? Your Halfling cannot figure. Warum? Och Mensch, Leute, ne? Was habe ich denn falsch gemacht? Da ist doch jetzt eigentlich nichts dabei. Ah, Spiel, ne? Du machst mich fertig, ey. Das verstehe ich jetzt wieder nicht, ne? Warum geht das nicht? Eigentlich ist nichts doppelt, dreifach, zehnfach. Ja, es ist rot. Ja, aber was ist denn da rot? Ach Mann, Leute, echt, das nervt mich, ne? Also das finde ich, ich liebe dieses Spiel so sehr. Oh. Okay, na gut. Wir haben jetzt eine halbe Stunde gespielt, jetzt denke ich, dann ist halt so.
ja. Mal gucken. Also ihr kriegt jetzt heute halt nochmal die Folge und dann muss ich einfach nochmal gucken. Also im Moment sieht es zeitlich eh alles irgendwie Zeit verfliegt. Naja. Dankeschön, dass ihr mit dabei wart. Ja, war schön. Und ja, lasst euch überraschen. Ich weiß selber noch nicht, wo uns die Reise hinführt. Wir gucken einfach mal, okay? Gut, dann vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.